So, wir machen einen zweiten Teil draus. Wir haben also die Formel hingeschrieben und schreiben das, was wir nicht wissen, so wie es da steht. W Wärme wissen wir noch nicht, aber C von Wasser wissen wir, das sind 4 Kilojoule pro Kilogramm und Kelvin. Die Masse wissen wir auch. Was hat man gesagt? 4 Liter sind 4 Kilogramm. 4 Kilogramm. Und jetzt setzen wir noch Delta T ein. Wir müssen nicht erst in Kelvin umwandeln, denn Delta T ist 80 Kelvin. Wir wissen ja, die Skalen sind von der Einteilung her gleich, das wäre nicht das Problem. Und da wir nur die Differenz brauchen, Differenz heißt Unterschied, also von 20 auf 100 Grad sind 80 Kelvin mal 80 Kelvin. Jetzt kontrollieren wir, haben wir richtig eingesetzt? Ja, Kilogramm und Kilogramm kürzen sich, Kelvin und Kelvin kürzen sich, wunderbar. Nächster Schritt ist wieder billig. Wir setzen die Formel fort und sagen, WW ist 4 mal 4, naja, es sind 16 mal 80. Oder wir machen es anders, 4 mal 80 und nehmen dann mal 4. Was habt ihr ausgerechnet? Genau, 1280 Kilojoule. Oh, Kilojoule, du liebe Zeit. Wir wollten ja aber umwandeln. Wie kriegen wir das jetzt hin? Das ist erstmal unser erster Schritt, den haben wir erledigt. Jetzt müssen wir umwandeln in elektrische Energie. Jetzt müssen wir uns wieder erinnern. Hier oben steht der Zusammenhang. Hier ist der Zusammenhang. Ein Joule ist eine Wattsekunde. Das ist die elektrische Einheit. Also schreiben wir das nochmal drunter. Ein Joule gleich eine Wattsekunde. Na prima. Jetzt, wie kommen wir jetzt hier weiter? Genau, damit wir jetzt hier weitermachen können, müssen wir uns dessen bewusst sein, dass hier dieses Kilo, dass das noch heißt mal 1000. Also, ich mache jetzt hier oben weiter. Hier geht es weiter. W Wärme, immer noch W Wärme, sind 1, 2, 8, 0 und jetzt kommen 3 Nullen. Und jetzt haben wir Joule. Prima. Und jetzt wird es leichter. Denn statt Joule kann ich jetzt Wattsekunde schreiben. Also, die elektrische, die geben wir ja in Wattsekunden an, die elektrische Energie, sind wieder 1280 und 3 Nullen hinten dran, also 1.280.000 Wattsekunden. Oh, das. Nee, Moment, ich schreibe das mal schöner. Wattsekunden. So, so ist hübscher. Jetzt haben wir die elektrische Energie schon richtig raus, aber ein Haken hat's. Wir müssen noch irgendwie in Kilowattstunden umwandeln, weil wir wollen ja wissen, wie viel kostet der ganze Mist, ne? Bis hierhin hätten wir das Thema erstmal fast erledigt. Also umgewandelt haben wir, das hat sich schon fast erledigt. Aber jetzt zu den Kosten. Zu den Kosten müssen wir jetzt in Kilowattstunden umwandeln. Und jetzt kommt gleich ein Trick. Um auf diesen Trick zu kommen, machen wir mal in dunkelgrün eine Art Nebenüberlegung. Eine Nebenüberlegung, indem wir sagen, eine Sekunde, ich schreibe jetzt extra mal Sekunde, hier, Wattsekunden heißt das ja. Eine Sekunde sind wie viele Stunden? Wie viele Stunden? Wie kommt man darauf? Machen wir es erst umgekehrt. Eine Stunde sind 60 Minuten. 60 Minuten sind wie viele Sekunden? Ich muss wieder mal 60 nehmen, ne? 3600 Sekunden. Und nun? Wie komme ich jetzt hier umgekehrt von einer Sekunde auf Stunden? Genau, hier an der Stelle können wir sagen, gar kein Problem. Ich radiere es weg. Das ist also 1 durch 3600 Stunden. Und jetzt komme ich hier auch weiter. Jetzt, nach dieser Nebenüberlegung, mache ich wieder in hellgrün weiter und sage, okay, dann habe ich die elektrische Energie, W elektrisch, ist 1, 2, 8, 0, 0, 0, 0. Und jetzt durch 3600. Und dann kann ich statt Sekunden Stunden hinschreiben. Und zwar Watt Stunden. Jetzt muss ich nicht mehr mit Watt Sekunden arbeiten, sondern kann jetzt durch dieses Dividieren auf Watt Stunden kommen. Jetzt wird es wieder einfacher. Warum? Nebenüberlegung, ich kann schon mal Nullen wegstreichen. Unten habe ich zwei, dann darf ich oben auch zwei wegstreichen. Ich kann jetzt eintippen. Das sind 12.800 durch 36, bitte. 355,5 Wattstunden. Ich bin immer noch nicht ganz fertig. Warum? Weil blöderweise eine Kilowattstunde 30 Cent kostet. Aber das ist jetzt nicht mehr so schlimm. Ich kann diese 355,5 Wattstunden umwandeln als
Ja, was muss ich jetzt machen, damit ich Kilowattstunden schreiben kann? Richtig. Und jetzt mache ich auch in dunkelgrün weiter. Das ist 0,3555 Kilowattstunden. Und jetzt habe ich eine Basis. Jetzt kann ich sagen, wenn 30 Cent, und jetzt schreibe ich nicht, na doch, ich schreibe mal 30 Cent eine Kilowattstunde kostet, dann kann ich auch sagen, wie viel der Preis ist für 0,3555 Kilowattstunden. Wie stellt man es um? Erstmal machen wir hier was anderes draus. Oder, nee, wir machen einen Cent weiter. Wir lassen es mal einen Cent weiter. Was muss ich machen, damit ich richtig tippen kann? Was muss ich machen erst? Regiestrich und dann? Was muss ich machen? Regiestrich. Mich stört durch 0,3555 Kilowattstunden. Dann nehme ich eben mal 0,3555 Kilowattstunden. Auf beiden Seiten. Hier kürzt sich's weg. Hier steht also Preis alleine. Und dann habe ich es. 30 Cent mal diese 0,3555 Kilowattstunden geteilt durch eine Kilowattstunde. Und jetzt sieht man, es kann nur das Richtige rauskommen, denn Kilowattstunden und Kilowattstunden kürzen sich raus. Es kommt Cent raus. Wenn ich das eintippe, erhalte ich was? Ja, also jetzt ganz korrekt ausgerechnet wären es 10,065 Cent. Aber ich habe noch nie jemanden gesehen, der wirklich in der Realität mit 0, 6,5 Cent gearbeitet hat. Das heißt, das streichen wir mal raus hier hinten. Das lassen wir mal weg. Oh, nee, das war zu weit. Wir streichen es mal so weit raus. Ich zahle also 10 Cent, ne? Mehr hat mich das nicht gekostet. Jetzt könnte man sagen, auch wenn Heizen so billig ist, dann kann ich ja gleich mit Elektroenergie heizen. Nee, nee, es geht noch billiger. Das bloß mal nebenbei. Gibt es bis dahin Fragen? Noch wer zu Hause nochmal diese Aufgabe üben will, und zwar, wir wollen eine Tasse Wasser, 0,2 Liter also, von brr, kalt aus der Leitung, 5 Grad Celsius auf 100 Grad Celsius erwärmen, um uns einen Kaffee zu machen. 30 Cent kostet eine Kilowattstunde, wir wollen rausfinden, wie viel kostet das. Denkt nochmal dran, erst die Tippeltappeltour abarbeiten, dann nochmal umschreiben, dann kommt man eigentlich auch ganz schnell hin. Wir haben die Übung jetzt durch und haben das alles arg abgekürzt, ne? Hier zack, 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 wir haben W-Wärme ausgerechnet und kamen dann schrittweise genauso wie im anderen Beispiel letztens auf 0,633 Cent. Ja, gut, jetzt könnte jemand sagen, das ist ein Preis, da lache ich doch, wenn ich mir einen Kaffee koche. Wenn man es aber tausendmal macht, dann wird es schon ein bisschen mehr. Gut, das musste bei der Übung rauskommen. 0,633 Cent ist der Preis für diese lumpige Tasse. Ich schließe das Video ab und euch wünsche ich eine schöne Pause.